Die Frauen am virtuellen Brunnen im Juli in der Sommerhitze 2024. Also bei mir hier in Italien ist es richtig schön warm. So knapp 38 Grad tagsüber und auch jetzt ist es sicherlich noch 33 oder sowas. Und es ist abends um 8. Aber ich finde es gut, man muss endlich mal nicht frieren, sagen wir es mal so. Und da gebe ich gleich weiter an Marie Roos, denn bei dir sieht es ein bisschen anders aus. Ja, genau. Gott sei Dank. Bei mir ist es höchstens, war es jetzt die ganze Zeit über, höchstens so 25, so Mitte 20 Grad so ungefähr, ne? Und das ist eine gute Temperatur für mich, ne? Und zwischendurch jetzt Regen. Es ist ein richtig verregneter Sommer hier in Luxemburg. Aber stört mich nicht, wenn zwischendurch eben dann trotzdem die Sonne da ist, ja. Soweit zu mir, ja. Und ja, ich habe eine Corona-Zeit hinter mir, die nicht so lustig war und freue mich, dass ich jetzt langsam wieder daraus auftauchen kann und wieder in Richtung etwas mehr Kraft und mehr Lebendigkeit und etwas mehr Zuversicht ins Leben gehen kann, hoffentlich. Ja, soweit zu mir. Ich gebe weiter. Monika, Monja. War das das erste Mal Corona bei dir, Für oder? mich war es das erste Mal, ja. Ich habe bisher noch nicht gehabt. Ja, also wir haben es auch heiß. Wobei für uns heiß, also 35 Grad ist schon sehr heiß. Es waren jetzt ein paar kühlere Nächte. Das ist vor allem wichtig, weil ich doch merke, dass mich jetzt im Alter die Hitze weitaus mehr schlapp macht als vorher. Früher hat mir das nicht so gestört. Also bin ich froh, wenn ein bisschen kühlere Nächte sind zumindest. Und Klimaanlage will ich also noch keine, weil da habe ich mich schon unlängst verkühlt in einem Auto. Ja, also an und für sich, ich hätte schon gern wieder so ein milder Herbst, wenn es nach mir ginge. Aber gut, Annalisa, ich gebe weiter an dich. Ja, Und bei uns ist es im Moment gerade in den kleinen 30er Graden. Wir hatten aber auch schon an die 40 Grad. Und ich merke so, ich bin eher der herbstliche Typ. Ich muss die große Hitze nicht haben. Also wenn es unter 30 ist, ist es mir eigentlich lieber. Aber ich arrangiere mich allmählich mit der Hitze und dem Schwitzen. Und ja, bleibt mir auch nichts anderes übrig. ja, ist ja toll. Wir sind in wirklich in fünf verschiedenen Ländern sitzen wir heute zusammen, nicht? Luxemburg, Italien, Österreich, Ungarn und zum Schluss Deutschland, die Anne. Anna. Herzlich willkommen. Du bist die Letzte zum Einchecken. Wir hatten es mit der Hitze oder nicht so viel Hitze. Was ist das für ein neuer Hintergrund bei dir? Das ist kein Hintergrund. Ich sitze draußen bei mir. Ah, okay, so schaut es bei dir aus. So schaut es bei mir aus, der Innenhof, ja. Okay. Ja, hier ist es nicht so heiß, aber ich komme gerade vom Contact-Tanzen und irgendwann einmal sind die T-Shirts so nass, dann habe ich auch gar keinen Bock mehr. Also dann bin ich dann auch gesessen. Ja, momentan gibt es zu mir nicht so viel zu sagen, außer das Thema. Das hat mir halt, weil du ja immer fragst, was für ein Thema ist gerade interessant. Ich finde Würde ganz spannend. Genau. Und werde nächste Woche an einem Workshop teilnehmen, der heißt Conflict Transformation. Ja, wir haben kurz vorher schon besprochen, dass wir eigentlich das Thema Würde ganz gut finden, nicht? Und ich sagte dann, mit Würde leben und mit Würde sterben. Das wären ja so der Rahmen für heute Abend, fände ich gut. Mit Würde schwitzen? Schwitzen auch, ja. Ja. Mit Würde tanzen, ja. Und du Ja, sagst, alles. schwitzen, T-Shirt, geht tanzen dann nicht so gut. Ja, alles kann man mit Würde machen oder nicht machen. Was hat dich dazu bewogen, das vorzuschlagen, liebe Ach Anna? Gott, jetzt muss ich mich schon wieder outen. Das ist der Nachteil. Ich habe kurz gezögert, ob ich, weil sozusagen das Thema wird aufgegriffen und dann kommt eben die Frage, was hat das mit mir zu tun? Und ich kann halt so viel sagen, dass ich mit dem Thema sehr, sehr beschäftigt bin.
Und einfach durch eine Verwundung, also ein Ereignis ist schon länger da und ich bin traumatherapeutisch. Heute hatte ich eine sozusagen bin ich in eine ausgefallene Stunde, da konnte ich rein und hatte eine Session heute in der Früh um 8 und da kamen wir eben drauf. Und da ich ja auch das Buch vom Gerald Hüther schon gelesen habe, aber er mir ein bisschen zu pastoral inzwischen geworden ist, aber das stimmt nicht, ich nehme es zurück. Ich Doch. habe so ein bisschen angefangen, auf den Webseiten zu schauen. Also ich weiß, ich möchte mich länger damit beschäftigen. Und auch noch eins, die Verena König, das ist eine Traumatherapeutin, die relativ viele Podcasts macht, gute Arbeit macht, meines Wissens neben der Dami Scharf. Die hat auch eben immer wieder das Thema Würde. Genau. Also mich interessiert es persönlich. Und wie gesagt, Gerald Hüther bin ich eigentlich ein Fan seit 40 Jahren für seine Arbeit, was er macht. Durch ihn habe ich eigentlich zum ersten Mal begriffen, dass andere Menschen wie Objekte behandelt werden. Oder man kann davon ausgehen, dass auch ich in meiner Kindheit wie ein Objekt behandelt wurde. Ich denke mal, wir alle, mehr oder weniger, zumindest zeitweise. Und das ist nicht würdevoll, ja. Was kommt euch in den Sinn beim Thema Würde? Ja, dieser Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar, ne? Bei den Menschenrechten, ne? Es ist so wirklich das große Aushängeschild ist, die große Ausrichtung, die wir in der Gesellschaft trotzdem zumindest theoretisch haben. Und dass es gut ist, dass diese Ausrichtung so ist und dass es aber schwierig ist im Alltag und überall dem wirklich gerecht zu werden. Und dass man unterschiedliche Menschen etwas Unterschiedliches darunter verstehen. Eine meiner Schwestern hat mir vorgeworfen, ich würde die Würde meiner Mutter, ich würde der nicht gerecht werden. Ne? Habe ich gedacht, wie kommt sie darauf? Und das macht sie an ihrem Bild. Ne? Und das kann sie doch gar nicht wissen, welche Beziehung ich habe mit meiner Mutter. Ne? Also sie sieht wohl Äußeres, aber was da innen drin wirklich zwischen uns läuft oder so, kann sie doch. Aber die hat da ein Urteil drüber gefällt. Fand ich dann auch wieder ganz erstaunlich. Hat mich dann schon auch nochmal beschäftigt, dass sie so was ganz anderes unter Würde, die Würde meiner Mutter versteht als ich. Was hast du darunter verstanden? Also für mich ist es, wenn der Kontakt so war, dass es Frieden war, dass sie, wenn sie mich angeschaut hat, habe ich gesehen, dass sie mich sieht, dass sie sieht, dass ich ihr Liebe gebe und dass sie mir Liebe gibt. Also, dass ich, so wie ich mit ihr jetzt die letzten Monate vor ihrem Tod da gehandhabt bin, dass da ist einfach für mich ein Frieden reingekommen und eine Selbstverständlichkeit, dass wir so zusammen sein können, wie es für uns beide passt. Und dann ist es meine Würde, war da. Der war da Platz, war Platz für meine Würde und es war Platz für ihre Würde. So habe ich das erlebt. Ja. Und weil ich die letzten Jahre eben so langsam da in Richtung, dass dieser Sterbeprozess in Würde, der anfangs schwierig war, wo ich bei meiner Mutter so Kampf gespürt habe und nicht wissen wie, und dass der sich in den letzten 2 Monaten vor ihrem Tod so richtig friedlich geworden ist, ne? Da habe ich wirklich, würde ich für mich wirklich sagen, sie ist in Würde gestorben. Sie hat es geschafft, in Würde zu sterben da zum Schluss. Und ich durfte dabei sein. So was. Und der Abschied hat sich eben so gestaltet, dass ich tatsächlich dann am Sterbebett, als sie tot war, ich musste nicht weinen, ich verspüre auch keine Trauer. Weil das ist so irgendwie so fließend und so bis zum letzten Punkt, dass das jetzt einfach im Frieden fertig ist. Ja.
Und ihr Ding ist eben ja, sie hat am Sterbebett, da hat sie die Tränen unterdrückt und so, ne? Und das ist eben ihr Prozess mit dem, ne? Aber dann darüber zu urteilen, weil ich da nicht weinend da stehe, ja, ist dann doch wieder mal, ja, wir haben da wirklich erleben ganz unterschiedliche Dinge, wenn wir von Würde reden. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es auch sehr schwer ist, wenn jemand dement wird. Wie weit dann das Wort Würde überhaupt noch etwas ist, das ja wirklich zum Tragen kommt. Also, es gibt ja jetzt schon einige Filme auch über Demente, also Honig im Kopf und solche Sachen. Also, was dann. Ich weiß nicht, ob dann Würde noch wirklich der entscheidende Faktor ist, ob es da nicht dann um andere Dinge geht. Also wie kannst du, wenn du dement bist, in Würde sterben? Ich würde es sehr anders sehen. Wie kannst du jemanden, der dement ist, würdevoll behandeln und nicht wie ein kleines Kind oder wie irgendwie jemanden, den du befehlen musst oder einsperren oder sonst was? Denn ich könnte mir vorstellen, wenn man dement ist, hat man nicht unbedingt ein Problem mit der eigenen Würde, sondern eher die anderen. Was die Anna sagte, dass sie dich dann behandeln als ein Objekt, wenn du nicht mehr so da bist im Kopf, könnte ich mir denken. Eine Freundin von mir, da ist die ältere Cousine jetzt, hat eine 24-Stunden-Pflegerin bekommen, weil sie eben dement wird. Und ja, also damit der Sohn auch einmal auf Urlaub gehen kann mit seiner Frau und seinem Kind. Und sie hat sie gefragt, gibt es irgendwas Neues? Und sie sagt, nein, nein, alles wie immer. Also, ja. Also das ist sicher schwierig, wenn die Persönlichkeit nicht mehr da ist, das, was noch über ist, nicht zu objektivieren. Wie gehst du damit um, wenn jemand dich nicht mehr erkennt und Fand dieses Beispiel gerade mit dem Honig im Kopf gerade sehr inspirierend. Also ich habe den Film damals gesehen, hat mich sehr, sehr berührt. Und so intuitiv würde ich sagen, das war echt ein Dementer, der sehr würdig sich für mich anfühlt. Also er hat seine Krankheit, seinen Zustand, seine Verschlechterung wirklich mit Würde getragen, finde ich. Also das mache ich auch daran fest, den Brief, den er da seiner Enkelin geschrieben hat. Es wird der Punkt kommen, wo ich dich nicht mehr erkenne, aber du sollst wissen, dass ich dich lieb habe. So. Also, und dieses, der war trotzdem irgendwie in sich ruhend, auch wenn er von außen viel Quatsch gemacht hat. Ja? Einfach Dinge, Anweisungen wörtlich genommen hat oder den Papagei mit einem Pferd verwechselt hat oder was weiß ich. Also, skurrile Begebenheiten und trotzdem macht er für mich einen würdevollen Eindruck. Ich habe die, meine Mutter hat so eine leichte, würde ich mal sagen, trotzdem eine leichte Altersdemenz gehabt in den letzten 2 Jahren. Und ich habe das auch, was mir dabei ist, was ich da erlebt habe, dass das Seelische stärker im Raum ist. Das Persönliche tritt zurück, aber das Seelische ist irgendwie stärker im Raum und das bringt Würde. Ja. Sie ist so gekommen und gegangen. Mal war sie mehr weg, mal war sie mehr da, zum Schluss noch immer noch. Ne? Meistens auch, gerade wenn ich da war, so eine Viertelstunde mit ihr geredet habe oder ja, mit ihr da rumspaziert bin im Garten oder so. Dann ist sie wieder verstärkt präsent gewesen auch, ne?
und so. Als es anfing, hat sie sich schon vor 3 Jahren, sage ich mal, hat sie sich schon sehr dagegen gewehrt und wollte es gar nicht. Und sie hat es auch geschafft, auch bis zum Schluss hat es immer wieder Momente gegeben, wo irgendwie klar war, sie hat jetzt nicht verstanden, was gesagt worden ist, aber sie hat da eine gewisse Hoheit und sie versteckt das. Sie tut, als ob sie es verstanden hätte, weil es auch unwichtig ist, ob sie es versteht oder ob sie es nicht versteht. Sie hat da eine Würde ausgestrahlt, trotzdem. Aber ich habe sie mal erlebt, eben als sie ihre Windeln eben gewechselt wurde, die Art und Weise, wie sie da im Bett lag, da war sie in dem Moment wirklich. Das konnte sie, das ist echt, also habe ich den Eindruck gehabt, das ist echt noch die schwierigste Situation für sie. Also da habe ich den Eindruck gehabt, nee, in dem Moment ist sie einfach raus aus dem Körper und weg und bis das fertig ist und erst dann kommt sie wieder rein in ihren Körper. So habe ich den Eindruck gehabt, ne? Also das hat mich schon sehr berührt, zu merken, wie schwierig das energetisch für sie ist. So wirklich so ganz hilflos und gar nicht mehr sich bewegen können, alleine da sich. Und ja. Aber das ist diese Qualität von Würde, wie die eben sich so unterschiedlich zeigen kann, dass daran denke ich, daran denke, das beschäftigt mich noch. Und das ist möglich, was da alles möglich ist. Auch in einem sehr schwierigen, abhängigen Zuständen. Ich habe im letzten Monat erlebt, auch eine Situation, die ich als sehr würdevoll empfand. Und zwar eine Bekannte, die Krebs hatte schon seit langer Zeit und vor vielleicht 2 Monaten oder so oder 6 Wochen habe ich ihren Mann beim Fest getroffen, habe gefragt, wie geht's ihr? Dann sagte er, sehr schlecht. Und dann habe ich angerufen, habe gesagt, ob ich vorbeikommen kann. Ja. Und dann hatten wir eigentlich eine ganz tiefe Beziehung. Sie konnte nur noch liegen und voller Schmerzen mit Morphium vollgepumpt und allem. Und sagt, wenn sie eben mal doch einmal Morgentoilette oder irgendwas machen muss, ihr Mann muss sie hinbringen und es sei die Hölle und alles. Und sie lag da und hat offensichtlich genug Vertrauen gefasst und hat gesagt, sie will sterben. Und nachdem das in der Schweiz ja legal möglich ist. Und sie hat die ganze Zeit alles organisiert, den Transport organisiert, alle Dokumente. Sie sagt, du wirst nicht glauben, wie viele Dokumente du brauchst, sogar das von der Großmutter, die Geburtsurkunde und alles Mögliche. Und wie sie so darüber gesprochen hat, ganz klar im Kopf. Aber so richtig so eingefallen, liegend auf dem Sofa. Es hat mich so berührt. Und ich bin dann nochmal hingegangen. Und dann, als ich wusste, ich habe sie gefragt, was sie so von tibetischem Totenbuch oder was hält. Hat sie gesagt, ja. Ich habe sie auch gefragt, was sie meint, was dann passiert, wenn sie stirbt. Hat gesagt, da macht sie sich keine Gedanken. Das ist, sie weiß, sie kann es nicht ändern. Sie kann sich nur dem hingeben, so wie ihre Situation jetzt ja auch war, dass sie da nichts dran ändern konnte. Und dann habe ich dann, als ich wusste, dass der Moment ist, an dem sie den Termin hatte, habe ich dann angefangen, mehrere Tage das Totenbuch für sie zu lesen. Und irgendwie hat mich gefreut, dass ich dann ein bisschen auch aus der Ferne ein bisschen was tun kann dann vielleicht oder auch nicht. Es war ja auf Deutsch und sie ist Australierin und so. Aber mich hat es einfach so beeindruckt, wie diese Frau da in dieser total hilflosen Position aber beschlossen hat, ich will das nicht für mich, ich will das nicht für meine Familie, und ich gehe und es war nicht einfach, also das alles zu organisieren. Und es hat mich so mit so einer Hochachtung erfüllt. Und gleichzeitig, ich war gerührt, ich bin raus und habe geheult beide Male, ja. Also war ich, das mir gingen die Tränen runter. Fand ich absolut.
Wahnsinn. Wie man diesen Momenten begegnen kann und würdevoll. Das war wirklich würdevoll. Es tut mich immer noch berühren, wenn ich drüber spreche. Danke für den. Na, ich habe auch, wir haben eine Frau aus dem Chor erlebt und da, wo du das erzählst mit dem, und das kenne ich auch aus Erzählungen und dann eben Erlebtem, dass sich die Menschen bemühen, das nicht, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie bestimmte Sachen nicht mehr können. Also das ist ein ganz langer Kampf. Und speziell die, auf deren Beerdigung wir dann gesungen haben. Die hat wirklich, also hat mich beeindruckt, weil sie hat sozusagen, die anderen haben ein bisschen verächtlich gesagt, sie spielt ein Kasperl, also sie macht sozusagen den Gruppenclown ein bisschen, um davon abzulenken. Und wir können es, ich kann es nicht beurteilen, ich kannte sie nur alt, aber dann eben gehört, was sie alles erlebt hat, ihre Kinder und also schlimme Sachen. Und da habe ich mir gedacht, was Menschen verbergen an und durcherlebt haben und durcherfahren haben ein Leben lang. Und das verbinde ich auch mit Würde oder ist für mich das Thema, wie kann man trotzdem diese Haltung von Würde und Freundlichkeit und Respekt sich selber gegenüber und anderen gegenüber bewahren? Und noch dazu mit so, das gehört ja unbedingt in das Thema rein, wenn es um Scham und Schuld geht, vor allen Dingen, wenn es um Scham geht. Weil beschämt werden ist eben ganz was Furchtbares. Und irgendwo, ah, die Verena König, das habe ich heute beim Reinfahren mir angehört, die hat halt erzählt, die zwei Paradebeispiele sozusagen für beschämt werden, schlimme Erfahrungen, sind halt Nelson Mandela und zwischen Reiz und Reaktion ist ein, der im KZ und trotzdem Ja zum Leben sagen, wie heißt er? Bonhoeffer oder wer? Nein, nein. Viktor Frankl. Ja, genau. Und die Viktor beiden Beispiele sind sozusagen genommen worden, weil die eben ganz furchtbar beschämt worden sind. Und trotzdem haben sie sowas aufgebaut, wie eine innere Würde. Und das ist für mich so der Prozess, wo es eigentlich schon losgeht im Leben, dass man es dann am Ende auch halten kann. Also für mich hat es ganz viel mit wirklich einem gefühlten Selbstwert zu tun. Egal, was sozusagen im Außen passiert, du kannst da den Kreuzestod nehmen. Ich frage mich dazu, ist das ein Gefühl der Selbstwert oder ist es eher das Gefühl vom Wert des Lebens oder der Existenz oder sowas? Also ich, nicht unbedingt das Selbst-Ich-Person, sondern das Vertrauen in was Göttlichem oder sowas? Na, ich würde es spirituelle Anbindung, wenn die richtig tief und richtig fest ist, das ist nur dann äußere Beschämung, das hat, macht dann keinen Sinn mehr. Aber dafür braucht es ein, für meines Wissens nach eine richtig starke spirituelle Anbindung. Also wenn ich mich so frage, mir geht es ja noch vergleichsweise gut, ne, für mein Alter. Aber wenn ich mir dann denke, ja, irgendwann bist du dann auf Hilfe angewiesen und kannst nicht mehr und oh Gott, und ist da überhaupt jemand da und so. Also ich weiß nicht, ob ich das könnte. Bevor nicht der Moment da ist, weiß ich nicht, ob ich nicht dann vielleicht auch irgendwie komisch werde oder ob ich in Würde sein könnte. Keine Ahnung. Wie geht euch das damit? Habt ihr da eine Gewissheit, dass... Ich habe da gerade eben jetzt mit dem Corona-Geschichte auch nochmal, also mit sich physisch so schlecht zu fühlen, ich habe wirklich da auch nochmal jetzt einen Moment der Panik erlebt. Mir vorzustellen, dass ich jetzt auch eben absolut abhängig und pflegebedürftig, also es ist eine Horrorvorstellung gewesen jetzt gerade wieder. Obwohl ich gesehen habe bei meiner Mutter, dass es sehr menschlich würdevoll gehandhabt werden kann, auch in öffentlichen, also auch in Altersheimen und so. Aber es ist eine Horrorvorstellung.
Und ich habe mich, also ich frage mich eben, inwieweit kann ich mich darin ausrichten und damit meins dazu beitragen, eine andere Art sterben, in einen anderen Art Sterbeprozess zu kommen, der nicht als Pflegefall zu enden. Ich höre ein bisschen raus, dass die Würde, die wir empfinden für uns selber, doch selbst mit der Selbstbestimmung zusammenhängt irgendwie, dass wir selbst mit der Autonomie auch, dass man die Körperdinge noch beherrschen kann. Ich weiß noch, als Marc kurz vor seinem Tod, dann konnte er den Pipi nicht mehr aufhalten und so. Und das fand er ganz schlimm. Ja, also das ist, wo man das Gefühl hat, die Würde geht verloren, weil man das nicht mehr kann, was eigentlich ein Körper können sollen müsste und so. Als ob man da verantwortlich für wäre, ne? Und dann sich deswegen schämt, weil man es nicht mehr hinkriegt. Da kann man sich noch so lange sagen, nee, brauchst du nicht, ist halt so und bla bla bla. Aber das ist, glaube ich, so tief, dass man mit Leben verbindet, diese Sachen, den eigenen Körper in gewisser Weise zu beherrschen. Ja, also das ist ja noch weiter, also auf Hilfe angewiesen sein letztendlich. Also auch wenn wir theoretisch wissen, wir sind soziale Wesen und wir sind interdependent am Anfang und am Ende nicht unbedingt. Es gibt ja welche, die einfach wirklich, wo es relativ schnell geht, wo diese Abhängigkeit viel weniger spürbar ist. Aber ich glaube, die Hürde ist unglaublich schwer zu nehmen, dieses totale abhängig sein von der Hilfe anderer. Und trotzdem interessiert mich das mit dem Leben noch, schon noch auch, nicht nur das Sterben, sondern auch das Leben. Diese Frage zum Beispiel, die Marie-Rose, die du angesprochen hast, also weil ich merke ja immer wieder, ich empfinde mich schon als spiritueller Mensch, aber meine Erfahrung einer spirituellen Anbindung, die mich, so wie du es beschreibst, also wie könnte man die stärken, das finde ich ein total spannendes Thema. Ja, dem mag ich zustimmen, weil das mich wirklich auch sehr beschäftigt. Mich hat Würde auch ganz viel mit Liebesfähigkeit zu tun. Also jetzt im Sinne von sich selber lieben, die Menschen lieben, die um einen rum sind. Also nicht in irgendeinen Hass zu verfallen oder vor lauter, mir ist alles zuwider, alle anfauchen sozusagen, sondern ja, einfach. Egal, was draußen passiert, sozusagen in der Liebe zu bleiben. Also ein Extrembeispiel habe ich mal einen Filmausschnitt gesehen von einem Mönch, der in einem tibetischen Kloster war, das dann überfallen wurde und er wurde verschleppt und gefoltert. Und als er interviewt wurde, wurde ihm die Frage gestellt, was seine größte Sorge war während dieser Folterzeit. Und dann hat er gesagt, dass er das Mitgefühl für den Folterknecht verlieren könnte. Und der hat so strahlende Augen gehabt, das war unfassbar. So, da habe ich so das Gefühl, das ist das Einzige, was er noch tun konnte, sozusagen, weiter in seiner spirituellen Praxis zu bleiben, des Mitgefühls. Und das ist ihm gelungen. Und ja. Also, das ist für mich schon beinahe unmenschlich, ja, so, aber Wahnsinn, Wahnsinn, diese leuchtenden Augen zu sehen. Diese leuchtenden Augen habe ich auch bei der Frau gesehen, die beschlossen hat, dass sie gehen will. Wirklich.
So. Monja, vorhin wolltest du was sagen und warst aber stumm. Ja, und ich habe es vergessen. Es war nicht so wichtig wahrscheinlich. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Im Augenblick ist es weg. Also zu dem Thema, sich in dem Moment entscheiden können, eben nicht grätig zu sein den anderen Menschen gegenüber, sondern liebevoll. Ich glaube, dass man da die Entscheidungsmöglichkeit hat. Jetzt in viel geringeren Situationen merke ich das manchmal, ja, und merke, wie schwierig das ist, sich daran zu erinnern, dass man die Wahl hat. Nicht einfach so ein Zack abgebogen in die eine Richtung, in die, ne, sich beschweren und machen und tun und bla und sowas. Also, aber ich habe so eine Intuition dafür, dass man die Möglichkeit hätte, anders zu entscheiden. Wie das dann geht, wie man es hinkriegt, weiß ich nicht. Ich glaube auch, dass, also wenn wir jetzt zurückgehen mit dem Kind oder also mit dem Prinzip Augenhöhe, und ich kriege ja mit bei meiner Nichte, die ein kleines Mädchen halt hat und die erzählt hat, was für sie das Wichtigste war, dass sie versteht, Grenzen mit allem drum und dran und so ist klar, aber mit dem Kind in Augenhöhe sein. Und das habe ich und ich denke, wir in unserer Generation nicht erlebt. Und ich ertappe mich und jetzt über den Kurs von der Vivien Dittmar, den ich jetzt so 4 Monate gemacht habe, da ist mir klar geworden, trotz GFK, immer wieder dieses respektvoll bleiben, das Respekt sozusagen als Voraussetzung, Selbstrespekt. Du sagst Liebe, Annalisa. Ich sage erst einmal, ist Leben, Augenhöhe und Respekt. Mich beeindrucken solche Situationen wie die Geschichte von den Mönch nicht wirklich, weil es in meiner Ausrichtung ist, wie kann ich dem vorbeugen, nicht in solche Situationen zu gelangen? Wie kann ich wirklich dem vorbeugen, dass da nicht sowas passiert, diese Wahnsinnsaggressionen zum Beispiel oder so, ne? Oder wie KZ-Geschichten, ne? Und ich glaube, das kommt dadurch eben, dass mein Vater eben auch als luxemburgischer Resistenzler in einem deutschen KZ gelandet ist und ich seine Geschichte kenne und ich weiß, als lange bevor ich wirklich da den Zusammenhang des aufgearbeitet habe, ne, dass es meinen Vater so auch eben in diese Opferrolle, in diese Wahnsinnsopferrolle passig geschehen ist und dass ihm eben auch in seinem Glauben sehr stark geholfen hat, letztendlich, ne? Also so ähnlich, ne? Und ich trotzdem immer wütend war und gedacht habe, wieso, wieso, ja, wieso schafft man es, in so eine Opferrolle zu kommen? Und ich möchte das vorbeugen. Ich möchte nicht in eine Opferrolle kommen. Wenn ich nicht in eine Opferrolle komme, kommt jemand anders auch nicht in eine Täterrolle. Also das ist so. Wie dann, welcher Umgang daraus für mich gegangen ist mit dem Thema. Wie es, ja, wie das sich dann in mir entwickelt hat. Ich bin froh, dass ich trotzdem, weil da war ich so in Abwehr gegen jeden, der in eine Opferrolle kommt, weil ich da auch irgendwo eine eigene Verantwortung, auch wenn es nur eine seelische Verantwortung ist dafür, bis ich dahin gekommen ist, okay. Er hat das Recht, diese Seele hat das Recht, das so zu leben, aber ich will das nicht. Ich werde alles tun, um nicht in so eine Opferrolle zu kommen und nicht irgendwann einem Täter zu schaffen, mitzuschaffen, weil ich letztendlich in der ganzen Verbundenheit, wo wir sind,
ist Täter und Opfer ist auswechselbar. Ich weiß nicht, ob das. Es ist schwierig, das auszudrücken, was ich da, wo ich da in diesen Themen dran bin. Ich denke, das sind zwei Ebenen, von denen du sprichst. Auf der einen Ebene, wenn du auf der Straße einfach abgestochen wirst, wie das jetzt manchmal passiert in Deutschland, wenn du das vermeiden willst, ist es schwierig, nicht? Oder du bleibst zu Hause und dann fällt der Ziegel auf dem Dach oder sowas. Das ist das eine, das Äußere, also diese Momente, von denen du nicht wissen kannst, dass ein Auto auf dich zukommt oder sowas. Du kannst natürlich so weit gehen, dass du sagst, okay, das ist deine Rolle, die Seele hat sich das ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen wollte. Aber was ganz sicher so ist, so verstehe ich dich, dass wenn du so eine Art innere, oh, jetzt sind meine Hunde hier am Machen, so eine Art innere Gelassenheit hast, dass du dich zumindest nicht anbetest als Opfer. Ja? Es gibt ja manche Menschen, die sich als Opfer anbeten und sich dann also nicht wundern müssen, wenn sie dann entsprechend ausgenützt werden oder so. In gewisser Weise kann ich verstehen, was du meinst. Ich kann auch nicht die richtigen Wörter finden. Mir ist gerade eben die Art und Weise, wie ich jetzt an Corona gekommen bin, gell, hat mit diesem Thema auch zu tun. Und ich war im Theater, meine Enkelin hat eine Ballettvorführung und 450 Leute sind in dem Theater gewesen. Und ich bin bei diesen 450 Leuten genau in dem Moment an einer Person vorbeigegangen, die in den Raum gehustet hat, mich so an der Seite angehustet hat und mir so das Corona gegeben hat. Und auf 450 Leuten musste ich genau in dem Moment an dieser Person vorbeigehen. Hat mir echt Frage gestellt und dann ist mir klar geworden nachher noch, ja, um 2 Uhr nachmittags hatte meine jüngere Schwester angerufen und ich habe gerade Schwierigkeiten ihr, weil sie sehr im Lamentieren immer ist und ich will keine endlosen Gespräche mehr, wo ich einfach nur ihr Lamentieren zuhöre. Und ich bin im Nachhinein überzeugt, das hat bei mir dazu geführt, dass ich so verletzlich geworden bin. Und bei mir kommen dann Reaktionen, ich kriege dann Krankheiten. Und ich sehe den Zusammenhang, also das kann jetzt wirklich verrückt klingen für euch, aber ich sehe den Zusammenhang sehr klar. Mit all meinen Krankheiten habe ich immer, wenn ich diesen Zusammenhang gefunden habe, wieso es entstanden ist, dann komme ich raus da draus. Und ich habe jetzt diese Woche da dann auch wirklich einen Prozess gemacht, um Entscheidungen zu treffen, dass ich jetzt was mit mit den Schwesternbeziehungen, ne, was das mit mir zu tun hat und was das bei mir hervorruft und dass das mich physisch verletzlich macht, wenn ich da nicht einen Punkt setze. Das ist so eins meiner Grundmuster ist. Wenn ich in Beziehungen nicht klar mein Leben, meine Lebendigkeit, Entscheidungen treffe, die für meine Lebendigkeit sorgen, dann kriege ich irgendwas. Und das gibt es schon sehr lange. So auf diese Art und Weise habe ich mir diesen Finger da verloren auch. Da war es zum ersten Mal ganz klar, okay, das ist, weil ich mich nicht abgegrenzt habe in einer Beziehung. Ja. Und dass es immer wieder passiert, frustriert mich schon auch. Aber ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich klar damit umgehen konnte und es ist nichts passiert. Aber jetzt
Zusammenhang mit diesen Familienänderungen da, mit dem Tod meiner Mutter und wir Geschwister sind jetzt ohne Mutter, ist das Thema nochmal so richtig akut geworden. Ja. Wie könntest du in so einer Situation dann das vermeiden? Ist es dein Wissen darum, dass du jetzt wieder in so einer Situation steckst und dass du irgendwie dich vorher rausziehen müsstest, bevor du wieder krank wirst? Oder wie gehst du damit um? Ja, ich habe mir jetzt wirklich überlegt und mit anderen geredet und so, welche Entscheidungen ich treffen muss in diesen Geschwisterbeziehungen, damit ich rauskomme aus dem Muster. Ja. Und jetzt mache ich mal Urlaub von Geschwisterbeziehungen. Alle Mails, die da kommen, gehen bei mir im Moment gleich in den Spam-Ordner. Ich will, weil ansonsten mein Herz sofort anfängt zu schlagen. Ja, also das ist zum Beispiel eine Entscheidung. Ich habe jetzt Urlaub von Geschwisterbeziehungen. Hast du das denn dann kommuniziert, dass du nicht antworten wirst für so und so lange Zeit? Werde ich nicht erst einmal nicht kommunizieren. Ich hatte es mit meiner jüngsten Schwester schon mal vor einem Monat, direkt nach dem Tod meiner Mutter, hatte ich es schon mal angesprochen. Sie hat es nicht verstanden. Also sie der sagt dann, ach ja, du mit deinen Analysen, gell? Aber gut, das ist nicht ihre Welt. Und für mich hat es mich aber immer weitergebracht, wenn ich solche Prozesse hinterfragt habe und Geschehnisse hinterfragt habe. Ja. Und Muster mich, ja, mich interessieren meine Verhaltensmuster. Und noch eine Frage, wie gehst du mit der Frustration um, dass es immer wieder nicht klappt, was du gern möchtest? Ich frage das aus einem blinden Grund, weil es geht uns wahrscheinlich allen so, ne? Dass wir eigentlich schon nochmal einen Durchblick hatten und dann irgendwie sitzen wir wieder drin in derselben Kiste, ne? Also jetzt die Corona-Tage, da ist sehr, sehr viel Schmerz bei mir gewesen, sehr viel Trauer, sehr viel Weinen, sehr viel richtig tiefer Schmerz, wo ich gedacht habe, ja, da sitzt schon noch was und wo ich dann probiert habe, einfach diesen Schmerz zuzulassen. Ja. Um den Pool vielleicht doch irgendwann zu leeren. Ja, das sehe ich schon als einen Fortschritt. Bei mir ist es immer noch so, dass ich beobachte, dass eigentlich der das alles lösen will, gleich wieder reinkommen will und sagen so und dann oder wegdrücken oder so, ne? Und dass ich dann jetzt das sehen kann und sage, okay, langsam und so. Aber bis zum Schmerz darüber, dass ich schon wieder den gleichen Schwachsinn mache, soweit bin ich noch nicht. Aber vielleicht war es auch noch nicht so herausfordernd, die Situation. Moment, tut sich hauptsächlich um viel Schokolade essen und solche Sachen handeln. Oder Sahneteilchen oder so. Und ich bin noch mal stärker zu der Erkenntnis gekommen, es sind Beziehungen, die dich an mich so physisch verletzlich machen. Und es sind Beziehungen, die mir helfen zu heilen. Ich habe jetzt wirklich alle meine Freundinnen, jeden Tag habe ich längere Gespräche und Besuche gehabt und gemerkt, ja, das ist es, was mir hilft, was mir gut tut, was dieses heilt, dass es an Möglichkeiten gibt, wirklich andere lebensspendende Beziehungen zu pflegen und zu vertiefen. Also für mich höre ich da auch heraus, was ich ja von mir auch kenne, dass eigentlich dann eine körperliche Krise
sehr viel neue Erkenntnisse auch bringt. Also, dass es offensichtlich anders nicht möglich ist, dass du zu diesen Erkenntnissen kommst. Oder ich eben komme. Und es ist dann meistens auch eine bestimmte Tiefe oder Dauer. Also sagen wir da bei dieser Verkühlung, also ich, das war nicht wirklich, habe nicht wirklich mehr, ich habe nur gemerkt eben, dass ich, weil ich ja doch eine Woche lang relativ nahe mit meinen Kindern und Enkeln war, dass ich immer Ruhepausen gebraucht habe. Weil sonst ist es mir zu viel geworden, weil ich einfach nicht mehr gewohnt bin, so viel ständig Energien, Interaktionen zu haben. Und ich war am Ende dieser einen Woche, war ich eigentlich müder oder erschöpfter, als ich mich hingekommen bin. Weil eben die Hitze weil ich die Hitze auch nicht mehr gut vertrag. Und dadurch war ich dann auch anfälliger für diese Verkühlung. Aber das war eine ganz normale Verkühlung. Also, und Corona ist ja doch etwas, wo wir eine gewisse Urangst jetzt schon haben. Also das ist was wirklich Gefährliches. Und, ja. Also ich merke es auch bei meinem Mann, der eben auch schwächer wird. Aber wir sind eben beide, merken, dass wir beide eben reduzieren und uns auch noch ergänzen trotzdem. Und eine gewisse Art von Humor ist eben auch dabei entstanden. Und das ist was sehr Kostbares. Also das pflegen wir auch ganz bewusst, dass wir die Dinge nicht mehr so, obwohl es ärgerlich ist, aber halt nicht mehr so tragisch nehmen. Also dass man eben, wenn man die Kontrolle über die Blase nicht mehr so hat, gut, ja, ist halt so, ist ja eine altersspezifische Sache und es gibt genügend Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Also, dass ich seit dieser doch wirklich lebensbedrohenden Aneurysma-OP nicht mehr so gut rieche oder auch weniger rieche, als ich überhaupt, und dass es gewisse Routinen gibt und ich weiß, also jetzt müssen die Müllsäcke hinunter, auch wenn ich es nicht wirklich rieche. Und also, dass eine gewisse Routine auch dann weiter stützt. Das ist meine Erkenntnis jetzt, also im Alter. Und wenn wir einkaufen fahren, dass mein Mann sich halt an dem Einkaufswagen gut abstützt und dann geht es auch noch. Ne? Aber er wollte nicht mitfahren, weil er eben besorgt war um seine Würde, glaube ich auch, dass er eben dort dann in einer fremden Umgebung nicht so sicher ist und so weiter und so weiter. Und das habe ich akzeptiert, aber ich habe für mich akzeptiert, dass ich einmal schauen will, ob er alleine sein kann und ob ich auch die Familie aushalte. Und das war auch also ein Grenzfall, obwohl sie ja alle ganz entzückend sind, aber so überbemüht halt, dass ich dann auch, ja, beschlossen habe, ich esse lieber zu Hause in dem Gasthof, wo ich war, und gehe nicht damit essen irgendwo ganz nobel und ja, und so weiter. Also schon die eigenen Grenzen akzeptieren, aber nicht deswegen verzweifeln. Es ist halt so. Und es passt, wie ich zu Heidi immer sage, es passt schon. Das ist doch eine Definition von in Würde älter werden, oder? Meinst du? Ja, okay. Mich würde das mit der spirituellen Anbindung noch interessieren. Also vielleicht von allen oder zum Schluss, ich habe ein bisschen auf die Uhr geschaut, also sozusagen, wie die Würde stärken. Also das mit den Freunden fand ich, find, nicht nur fand ich, sondern finde ich, dieses
wirklich sein können, wie man ist, und dann aber auch Feedback kriegen. Also so eine Aufrichtigkeit, die also wo ich sage, unter wirklichen Freunden kultiviert ist. Aber eben, wenn was ist, wenn da sowas da ist wie die Gefahr von Beschämung, Scham, also ich glaube, das ist das Wichtigste. Das hat wirklich mit Würde am meisten zu tun, weil da ist der Blickkontakt schwierig. Ja, also und deswegen, was ist sowas für euch wie spirituelle Anbindung? Das ist, du hast ja gesagt, es ist wurscht, was dann im Außen ist. Ist eine offene Frage, wirklich. Und wenn nicht, dann nicht. Hat nicht jeder so seine eigenen Gewohnheiten oder so, wo er, also ich habe so meine Gewohnheiten, wo ich denke, das hilft mir dabei. Zum Beispiel einfach im Garten zu sitzen und in die Baumwipfel zu schauen. Dann komme ich immer in einen richtig großen inneren Frieden und da kann ich endlos lange sitzen und in diese Baumwipfel schauen. Sowas. Oder eben ja, die Beziehungen, die Freundschaften, die, ja, da wirklich in der Präsenz, diese Präsenz zu üben in Beziehung, das hilft mir auch, die innere Sicherheit zu haben, dass ich nicht verloren gehen kann in dem Universum. Das sind so, glaube ich, meine zwei Hauptwege. Einen Satz, den ich von Innerwise gelernt hatte, umgewandelt, sodass er für mich passt. Also der Originalsatz heißt: Mutter Erde, als ein Teil von dir bist du ganz in mir und lebst durch mich. Also muss man sich irgendwie auf der Zunge zergehen lassen. Also man muss ihn, glaube ich, nicht mit dem Verstand verstehen, aber ein bisschen spüren. Und bei mir ich habe es umgewandelt, für mich ist es großer Geist, als ein Teil von dir bist du ganz in mir und lebst durch mich. Und da fange ich an, diese Verbundenheit wieder zu spüren, diese Anbindung, das Einssein oder das im Leben geborgen sein, weil ich eben auch schon viel erlebt habe mit Beschämung und so. Und eigentlich ist mir mental, ist mir zumindest klar, dass wenn mich jemand beschämt hat, deren Problem, aber nicht ich. Also eigentlich. Solange ich das nicht mir reinziehe. Genau. Und das versuche ich halt, mich nicht gemeint zu fühlen. Das ist vielleicht die zweite Variante, die ich auch mal gelernt hatte. Mich nicht gemeint fühlen von Widerständen im Außen. Ja, ganz bei mir bleiben und entspannt mein Ding machen. Gelingt nur leider nicht immer, aber immer öfter. Ja, für mich Ich ist auch noch dieses Englisch relaxing into suchness, also sich in den jetzigen Augenblick hinein entspannen. Mehr braucht es eigentlich nicht, und den Atem zu folgen. Also, ich hatte einen interessanten Traum vor ein paar Tagen, wo ich eine Sangha gesucht habe, also eine spirituelle Gemeinschaft, und dann eine gefunden habe, die Oma, ganz in der Nähe war, und gemerkt habe, wie mich das glücklich macht. Also eine mit jemandem spirituelle Gemeinschaft zu haben, ist schon. Und da ist eben das Skurrile, dass mein Mann also immer noch Katholik ist. Also er hört sich jetzt die Messen im Fernsehen an, er geht nicht mehr hin. Also wirklich so 180, aber wir völlig, also
noch nicht irgendwie darüber irgendwas ein Streitgespräch hatten, sondern jeder toleriert den anderen, wie er, und er respektiert auch meine, also die buddhistische Tendenzen und die, und er schätzt auch, also er schätzt es auch, er lernt auch ein bisschen was dadurch, also wie weit er das jetzt katholische umsetzt, weiß ich nicht, aber ja, also das ist eigentlich war ein großer Spannungsbogen, aber der eigentlich nie gefährlich war. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht mehr beizutragen. Ich würde euch jetzt gerne, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber zu sehen, was nicht mir mein, mal sehen, ob ihr das sehen könnt. Schön. Heidi, du bist verstummt. Wenn du was sagst, hören wir das nicht, aber es ist ein schöner Abendhimmel. Ja, So, jetzt bin ich an verstummt. dich. Ja, Ja. ich würde sagen, das sind für mich so Momente, wo ich gucken kann und wo ich, oder Musik, dass ich da manchmal eben auch Momente habe, wo ich mal ohne allzu viel Geplapper im Kopf mal sein kann und vielleicht sowas wie Anbindung fühle. Und einfach da draußen zu sitzen und so in die Landschaft zu gucken, in den Sonnenuntergang, das ist einfach schon schön. Ja. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Und da habe ich meinen Stern. Ja, Leute, war das jetzt schon das Checkout? Für mich schon, ja. Ja, für mich eigentlich auch. Hier bin ich natürlich jetzt sehr dunkel. Aber Ja, Anna, magst du nicht noch was sagen? was so, du meinst jetzt im Hinblick auf Würde? Also Auf, im Hinblick auf deine Frage, auf meine Frage, wie ja, du mit der spirituellen Anbindung da handhabst. das ist ja, ich habe ja die spirituelle Anbindung, sage ich eben, ist wackelig. Also ich kollabiere schnell und fühle mich verloren. Und dann taucht es aber wieder auf, wo ich dann staune. Und das mit der Musik oder auch Tanzen oder Singen vom Aufgang der Sonne. Also es gibt so vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Also ich merke einfach bestimmte Lieder, die bringen mich in ein, in a, in a, in eine Haltung. Also das ist ja eine Mischung aus wurscht, ob es Tessé-Lieder oder vom Aufgang der Sonne, dass ich merke, Musik und Tanz, also ist schon Musik, das sind schon die zwei, die mich am meisten reinbringen wieder in ein Staunen, in eine Ehrfurcht oder ins, ja, in diese Qualität. Weil ich leider über die Natur, das Erzählen haben sie mir immer erzählt, wurscht, ob es der Berggipfel ist oder eben bei euch ein Staunen oder Schauen in die Wipfel der Bäume, nun merke ich, das ist es bei mir nicht, sondern es ist Berührung. Genau, und eben bestimmte Lieder, also gerade Melodien, Musik, ja. Vielleicht auch noch dann sowas wie die Gefühle wirklich zulassen, ins Fühlen zu kommen, ins Wirkliche. Das ist ja dasselbe wie raus aus dem Kopf. Also es macht mich glücklich, wenn ich wirklich in ein Fühlen oder sogar in ein Empfinden, es gibt ja diese Unterscheidung, die dann doch wichtig ist, zwischen Empfinden und Emotionen zulassen. Also wirklich dieses, die Trauer, also gerade die Trauer, da wirklich in die Trauer kommen. Das merke ich, das ist das, was mich weich und macht und öffnet.
Annalisa, ist für dich noch ein Checkout angesagt? glaube, das war vorher auch schon ein Checkout. Ja, danke. Okay, dann danke ich euch und lasst uns den Abend in Würde beschließen. Ciao, ciao.